Stunde verlangt mit dem Thema Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz der Bundesregierung. Das Wort hat der Kollege Mario Chaya für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein paar Stunden vor dem Ende des Koalitionsausschusses hatte der Bundeskanzler angekündigt, SPD, Grüne und FDP würden ein großes Werkstück zustande bringen. Kunstwerk ist die richtige Bezeichnung, aber handwerkliche Fähigkeiten scheint der Bundeskanzler nicht sonderlich viel zu haben, denn das ist weder ein Werk noch ein Stück, das ist allerhöchstens Stückwerk. Fast 30 Stunden haben Sie dafür gebraucht, netto. Und dann treten diese drei, da fällt mir viel ein, diese drei von Ricarda Lang, Christian Lindner und Lars Klingbeil vor die Presse und verkünden ein bisschen Frieden in der Koalition. Ja, diese Bundesregierung freut sich, dass sie bis auf Weiteres nicht mehr streiten will, dass der nächste Eklat auf offener Bühne ausgeblieben ist und dass man nach drei Tagen und nach drei Nächten gefeilscht hat und am Ende vielleicht die letzten Gemeinsamkeiten gefunden hat, die diese Bundesregierung noch hat. Meine Damen und Herren, das verrät doch eigentlich eine ganze Menge über den Zustand dieser Bundesregierung. Die sind da als Fortschrittskoalition angetreten, haben gesagt, sie wollen alles besser und schneller und harmonischer machen. Die Wahrheit ist, was diese drei Parteien da liefern, das ist eine On-Off-Beziehung. Man hält es nicht mehr miteinander aus, aber kommt auch irgendwie nicht voneinander los. Das ist das, was diese Bundesregierung auszeichnet. On-Off-Beziehung, viel mehr ist es nicht mehr. Sie kennen alle die Beispiele. Da wird gesprochen von, da werden Putin-Vergleiche gemacht, da wird geholzt und getreten, da wird gekloppt. Das ist eigentlich ein Fight Club mitten in Berlin. Ich würde sagen, das ist Rudelbildung im Regierungsviertel, was Sie da veranstalten. Jedenfalls ist das kein Regieren. Das ist eine tiefe Regierungskrise, eine Beziehungskrise, in der sich diese Koalition befindet. Und jetzt schauen wir mal auf dieses 16-seitige Therapiepapier. Dieses Therapieprotokoll, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, selbst die Taz schreibt, grüner Offenbarungseid. Für praktisch alles und von allen werden Sie als der Verlierer dieser Therapiesitzung bezeichnet. Ricarda Lang sogar selbst sagt, es war unzufriedenstellend. Robert Habeck sagt, wie immer etwas verschlafen in den Medien, dass es ihm eigentlich leid tut, dass es zu diesem Ergebnis gekommen ist und dass man Mitleid mit ihm haben sollte. Und am nächsten Morgen, nach diesem Therapieabend, den man da hatte, oder diesem Therapiemarathon, den man da hatte, fordert er dann auf einer internationalen Konferenz zur Energiewende gleich am nächsten Morgen, so sagt er, wir brauchen Tatkraft im Kampf gegen die Erderwärmung. Nach den 30 Stunden, liebe Grüne, merkt ihr selbst, oder? Also was da passiert ist. Ich gehe mal davon aus, Sie haben dem Ganzen mit der Faust in der Tasche zugestimmt. Aber ich weiß nicht, Klimaschutzgesetz, habt ihr noch irgendwas gelesen davon? Bundesverfassungsgerichtsurteil, Generationengerechtigkeit beim Klimaschutz. Haben Sie sich in diesen 30 Stunden nicht mal gefragt, was Sie da anrichten? Und dann kommt Kevin Kühnert um die Ecke. Und Kevin Kühnert sagt, zur Förderung beim Umbau von Heizungen konnte man leider nichts Konkretes reinschreiben, sonst wäre das Papier, ich zitiere, 1016 Seiten lang geworden. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, normalerweise in jedem Wahlkampf kriegt ihr es irgendwie auf die Reihe, in relativ kurzer Zeit Themen zum Thema soziale Gerechtigkeit irgendwie in knappen Worten zu erklären und zu meinen, was ihr selbst wollt. Aber bei dem Thema, das die ganze Nation beschäftigt, wo die Leute schlaflose Nächte haben, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass jetzt Öl- und Gasheizungen verboten werden und es keine Alternative gibt, da ist das echt euer Ernst, was ihr in dieses Papier geschrieben habt. Das ist ja nicht mal mehr eine dünne Absichtserklärung, was da drin steht, sondern wirklich nicht mehr als ein Therapieprotokoll. Und guckt man sich mal an, was da alles fehlt. Keine Entscheidung zur Kindergrundsicherung. Keine Entscheidung zum Haushalt. Es ist einfach nur Murks auf 16 Seiten. Kommt mir nicht noch mal mit dem Thema 16 Jahre. Eure Probleme steht in 16 Seiten, aber wirklich klar formuliert.
Und zum Schluss eine kurze Anmerkung. Mehr geht auch nicht mehr zur FDP als kurze Anmerkung. Da fordert oder wünscht sich Ihr Parteivorsitzender, zukünftig jeden Monat 3 Tage in Klausur gehen zu können. Ernsthaft, das ist seine Stellungnahme dazu. Für unser Land hieße das dann übrigens 36 Tage im Jahr, live und in Farbe, rot-gelb-grüne Gruppentherapie. Ersparen Sie das bitte dem Land, ersparen Sie es unserem Land und machen Sie endlich Ihre Arbeit, die in einer solchen Koalitionsrunde zu machen ist. Und wenn Sie es nicht können, wenn Sie Ihre letzten Ihre Aufregung. Ich verstehe auch Ihre Aufregung. Deswegen haben Sie höchstwahrscheinlich auch diese Wahlrechtsreform gemacht, weil Sie die Opposition in sich selbst sein wollen. Dann sagen Sie doch, Sie bekommen es nicht hin und lassen es andere machen. Die Union kann es deutlich besser als Sie. Dr. Matthias Mirsch ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Szajer, so die Aktuelle Stunde scheint ja bei Ihnen selbst in Ihrer Fraktion großen Anklang zu finden, wenn ich da in die Reihen gucke. Also wahrscheinlich hat sich das alles erledigt nach gestern, wo Sie dann die Ergebnisse zur Kenntnis genommen haben. Aber ein bisschen Chuzpe finde ich schon, dass ausgerechnet Sie über Handlungsfähigkeit sprechen. Ich kann Ihnen guten Gewissens sagen, denn ich war bei all diesen Entscheidungen in den letzten Jahren dabei. Hätten wir so viel Handlungsfähigkeit in diesem Bereich als Große Koalition bewiesen wie die Ampel in einem Jahr, hätten wir jetzt ganz, ganz andere, nämlich viel geringere Probleme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es bei Ihnen jetzt um Glaubwürdigkeit geht, will ich Ihnen mal ein paar Punkte sagen. Fangen wir einfach mal mit dem letzten Jahr an. Diese Ampel hat eine Herkulesaufgabe gestemmt, als es darum ging, das Thema Versorgungssicherheit von Energie hier in den Griff zu bekommen. Wären wir Ihren Weg nach einem Gasembargo gefolgt, wären wir jetzt schon im Chaos, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben in den letzten Jahren dafür gekämpft, dass die bayerischen Windabstandsregeln überall in Deutschland gelten sollten. Wir haben mit dem Wind auf Land gesetzt, erstmalig dafür gesorgt, dass es einen verbindlichen Ausbaupfad zwischen Bund und Ländern gibt. Das ist ein Riesenschritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben in den letzten Jahren alles dafür getan, dass es einen sogenannten Solardeckel gibt. Wir haben jetzt die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass wir im letzten Jahr so viel Solar zugebaut haben wie die ganzen letzten 10 Jahre nicht. Reden Sie nicht von Handlungsunfähigkeit. Das ist Handlungsfähigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihnen fällt nichts anderes ein, als im letzten Jahr wieder die alte Leier von Atom und Fracking zu machen. Wir haben die Erneuerbaren ins überragende öffentliche Interesse gestellt, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ein wichtiger Schritt und ein Beweis für die Handlungsfähigkeit. Und das Schlimmste finde ich, dass nun ausgesprochen gerade Sie mit dem Klimaschutzgesetz kommen. Was haben Sie denn in all den Jahren eigentlich gemacht? Gegen harte Widerstände mussten wir dieses Klimaschutzgesetz durchsetzen. Und wir sind nach wie vor stolz, als SPD-Bundestagsfraktion das geschaffen zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil ja jetzt ganz, ganz viel diskutiert wird, will ich das hier noch mal ganz deutlich für die SPD-Bundestagsfraktion sagen. Auch in dem Klimaschutzgesetz, wie es jetzt vorliegt und reformiert werden soll, wir werden, und ich bin mir sehr sicher, dass das alle in der Ampel so sehen, an den Zielen und Faden wird nichts verändert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden es ganz klar bei den sektorspezifischen Zielen belassen. Auch das wird völlig falsch kommuniziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber bei einem Punkt müssen wir alle miteinander durchaus überlegen. Und da ist die Frage der Weiterentwicklung eine sehr entscheidende. Wir sehen doch jetzt, dass gerade bei dem Thema Heizen und Verkehr dieses Klimaschutzgesetz die Wirkung entfaltet und wir jetzt über Wege streiten,
die tatsächlich jede Einzelnen und jeden Einzelnen in Deutschland betreffen. Und da ist das Verhetzungspotenzial, Herr Szajer, sehr, sehr groß. Und das, was Sie jetzt eben hier wieder gemacht haben, ist aus meiner Sicht eine unzulässige Verkürzung, wenn Sie davon ausgehen, Gas und Öl wird verboten. Dann suggerieren Sie sofort, dass wir überall in die Kellerräume gehen und dort die Heizungsanlagen herausreißen. Aber zur Wahrheit gehört, wenn wir dieses Sektorziel und die Klimaneutralität 2045 ernst nehmen, dann müssen wir jetzt über konkrete Schritte reden. Und es hat sich gezeigt, dass wir teilweise in Sektoren mehrere Jahre brauchen, damit sie wirken. Und insofern müssen wir dieses Gesetz weiterentwickeln. Das ist vollkommen richtig. Aber, und auch das gehört dazu, ich finde es richtig, dass am Anfang die Regierung ein Programm für die kommenden 4 Jahre vorlegen wird. Wir müssen diese Novelle allerdings auch damit verbinden, zu fragen, was passiert eigentlich, wenn ein Sofortprogramm nicht vorgelegt wird. Denn als selbstbewusster Parlamentarier sage ich, ich hätte mir gewünscht, dass wir ein solches Sofortprogramm jetzt schon hätten, weil die Ziele in einem Sektor zumindest nicht erreicht worden sind. Deswegen werden wir im Rahmen der parlamentarischen Beratung darüber diskutieren müssen, wie wir tatsächlich an dieser Stelle noch mehr Verbindlichkeit bekommen. Dann wird diese Reform ein tatsächlicher Gewinn sein. Die Beratungen sind jetzt am Anfang. Ich bin sicher, die Gesetzesberatungen finden ein gutes Ende, und wir werden die Klimaschutzgesetzgebung in diesem Land noch verbessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion hat Tino Kupala das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! Thema der Aktuellen Stunde: Lösungskompetenz und Handlungsfähigkeit der Bundesregierung. Also eigentlich kann man damit die Rede sofort beenden. Wenn ich selbst auf die Regierungsbank schaue, kein einziger Minister da. Darüber braucht man eigentlich nicht lange diskutieren. Dass aber nun ausgerechnet die CDU-CSU in dieser Aktuellen Stunde nach der Handlungsfähigkeit und auch der Lösungskompetenz der Bundesregierung fragt, grenzt wirklich an Kabarett und ist einfach nur scheinheilig und auch charakterlos. In den vergangenen rund 30 Jahren waren die Christdemokraten über 20 Jahre als Regierungspartei in Verantwortung. Von Europolitik über die Vernachlässigung der Infrastrukturen und der Bundeswehr bis hin zu katastrophalen Einwanderungspolitik finden wir immer die Handschrift Ihrer Partei, Herr Szajer, der CDU. Sie haben Deutschland massiv geschadet und tun es auf Landesebene noch immer. Und es waren eben auch die kopflosen Entscheidungen Ihrer CDU unter Angela Merkel, die unser Land in die energiepolitische Isolation getrieben haben. Wie lösungskompetent die Ampelregierung ist, sieht man insbesondere an drei Ressorts: Innere Sicherheit, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik. Bleiben wir bei der Außenpolitik. Wie handlungsfähig Frau Baerbock ist, wird bei der Visavergabe an Afghanen deutlich. Es wird offenkundig betrogen. Und dieser Betrug wurde durch das Auswärtige Amt selbst beauftragt, wie eine E-Mail vom 9. Dezember 2022 an die Botschaft in Islamabad nahelegt. Dort wird ausgeführt, ich zitiere: Möchte ich trotz des falschen Passes an der Weisung der Visumserteilung festhalten, zumal wir die Fälschung eigentlich früher hätten erkennen müssen, da uns der Pass schon einmal vorlag. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier das Auswärtige Amt schreibt. Hier werden auf Weisung eines Bundesministeriums und damit unter Mitarbeit der Bundesregierung unter Umständen Terroristen in unser Land eingeschleust, die sowohl die eigenen Bürger als auch die gefährden, denen wir politisches Asyl gewähren. Das ist einfach nur kriminell und das ist irre. Die mediale Inszenierung der Kabinettsklausur jedenfalls sollte anscheinend die Problemlösekompetenz der Bundesregierung und ihrer Führungsstärke unter Beweis stellen. Am Ende wollen sie die Fortschrittskoalition sein, die Deutschland mit Riesenschritten und Alternativlust durch die große Transformation Richtung Deindustrialisierung und postmoderne Beliebigkeit führt. Im Ergebnis wird ein gefährliches Maß der Mittelmäßigkeit bleiben, und man fragt sich, betreiben Sie Wandel nur um des Wortes willen, um des Wandels willen? Mit Ihrer Transformation geht eine erhebliche Staatsverschuldung zulasten der Bürger einher, und nicht genug damit, bleiben Sie bei Kostenkompensationen durch Steuergeld finanzierte Subventionspolitik. Auf die Spitze hat es allerdings die Ampel getrieben, und der
aktuellen Bundesregierung wird es erstmalig möglich, dass auf unsere kritische Infrastruktur Terroranschläge verübt werden, die seit Monaten ungeahndet bleiben. Und nicht nur meine Fraktion, sondern auch die Bürger stellen vollkommen berechtigt die Frage danach, wem diese Politik der Verschleierung eigentlich nutzt. Was ist zum Beispiel mit den KMUs, mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen? Dort wird der soziale Wohlstand Tag für Tag erarbeitet. Die Bundesregierung macht den Staat aber immer größer, und das führt dazu, dass sich Leistung in diesem Land eigentlich überhaupt nicht mehr lohnt. Diejenigen, die unser Land, unsere Sozialsysteme am Laufen halten, diejenigen, die für jeden Tag früh aufstehen und auf Arbeit gehen, denen ziehen Sie das Geld immer mehr aus der Tasche. Das ist Ihre Vision. Nehmen wir das Beispiel Lkw-Maut. Das ist ja die einzigste Entscheidung, die Sie bei dieser Klausur getroffen haben. Die Mehrkosten werden aber direkt an die Endverbraucher weitergegeben werden müssen. Und was bedeutet das? Dass die Inflation also weiter steigt. Am Ende bezahlt der Verbraucher genau diese Dinge. Denn die Warenlager, die sind auf der Straße, und die Menschen müssen damit auch versorgt werden. Und auch die Bahn ist hier keine Hilfe. Die soll ja nun schon seit fast 30 Jahren wirtschaftlich arbeiten. Pünktlich im Deutschlandtakt fahren soll sie. Ja, wann? Und das werden wir hier alle wahrscheinlich im Bundestag nie erleben. Im Jahr 2070 sind wir wahrscheinlich alle schon tot. Dann soll die Bahn pünktlich fahren. Und warum wurden tausende Kilometer wegrationalisiert, gerade im ländlichen Raum, wo es dort nur Straßen gibt, die Bürger brauchen, um dort ihre Besorgung zu machen? Verstehen Sie endlich, Berlin ist nicht Deutschland. Nehmen Sie die Regionen in den Blick und diejenigen, die die Probleme auch vor Ort lösen können. Stichwort Asylzuwanderung. Die Erwartungen an die Akteure vor Ort sind groß. Top-down bestimmen Sie, was die Gemeinden und Kommunen brauchen. Ich sage Ihnen, was dort gebraucht wird. Bäcker, Dachdecker und Heizungsbauer, Lehrer, Ärzte, Polizisten. Nur sind Asylbewerber eben nicht automatisch Fachkräfte. Sie dürfen nämlich gar keinen Erwerb nachgehen, sondern belasten zuerst die Steuersysteme. Was hier wirklich gekommen ist, sind gut ausgebildete Ganoven und Kriminelle. Das ist hauptsächlich nach Deutschland einmarschiert. Deshalb machen Sie endlich Herr Politik. Kollege, Ihre Redezeit ist machen Sie endlich Politik im Interesse Deutschlands und unserer Bürger. Vielen herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Kollegin Dr. Julia Verlinden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, diese Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist jetzt seit fast 1,5 Jahren im Amt. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Das vergangene Jahr mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine, das hat. Ich finde, wenn ich über die Ukraine rede, dann hier am Rand zu feixen, echt unangemessen. Das vergangene Jahr mit dem völkerrechtswidrigen Angriff von Russland auf die Ukraine hat dazu geführt, dass wir damals ohne zu zögern in den Krisenmodus gegangen sind. Wir haben einander untergehakt, und wir haben gehandelt, und wir haben auch geliefert. Denn Krisenmodus bedeutet natürlich, rasch in der akuten Krise zu reagieren, die Ukraine unterstützen, den Menschen Sicherheit geben, steigende Energiepreise abfedern. Und zugleich haben wir angefangen, Vorsorge für die Zukunft zu treffen, damit wir zum Beispiel nie mehr so abhängig sind von Energieimporten. Und dazu gehört, dass wir viel schneller, viel mehr saubere Energie erzeugen in Deutschland und Europa. Das ist zugleich Krisenvorsorge für diejenige Krise, die während Corona und Russlands Krieg gegen die Ukraine keine Pause gemacht hat. Das ist die Klimakrise. Liebe Kolleginnen, mit dem großen Energiegesetzespaket letztes Jahr haben wir dazu beigetragen, dass im Jahr 2022 mehr als 7 Gigawatt Solarenergie hinzugebaut wurden. Damit war Deutschland endlich wieder auf dem Niveau der bisherigen Boomjahre der Photovoltaik vor mehr als 10 Jahren. Und die Union war in ihren letzten Regierungsjahren verbissen damit beschäftigt, möglichst große Abstände und möglichst wenig Windräder überhaupt zu errichten. Diese Ampelkoalition hat mit dem Windenergie-an-Land-Gesetz verbindliche und terminierte Flächenziele festgelegt, an denen jetzt konsequent gearbeitet wird.
Mit dem 49-Euro-Ticket haben wir geschafft, was noch vor 2 Jahren selbst unter VerkehrspolitikerInnen niemand für denkbar hielt. Wir ermöglichen Bus- und Bahnfahren in ganz Deutschland mit nur einem Ticket. Wir senken für Millionen Menschen die monatlichen Kosten für den ÖPNV. Das ist eine echte Revolution. Und wir haben uns als Ampel erneut daran gemacht, bei der Planungsbeschleunigung richtig voranzukommen. Wir beschleunigen die Erneuerbaren, geben ihnen mehr Platz. Auch der Ausbau der Schiene nimmt Geschwindigkeit auf. Wir investieren jährlich 5 Milliarden Euro zusätzlich in die Bahn aus der Lkw-Maut. Damit verlagern wir beim Güterverkehr und entlasten die Menschen, die an diesen Straßen leben. Das sind Meilensteine. Und was mich besonders freut, es geht endlich los mit der Wärmewende. Erinnern Sie sich noch an diese Hängepartie vor einigen Jahren zum Gebäudeenergiegesetz? Jahrelang hat die GroKo es nicht geschafft, den Gebäudesektor klimafit aufzustellen. Das hat uns in eine hochproblematische Situation gebracht. Die Abhängigkeit von russischem Erdgas hat zu massiven Preisschwankungen geführt, zu hohen CO2-Emissionen. Und wir konnten zwar kurzfristig die Gasmangellage abwenden im letzten Jahr, weil die Menschen und die Unternehmen Energie gespart haben, weil der Winter mild war. Aber dass die Wärmeversorgung strukturell, dringend, zukunftsfest aufgestellt werden muss, das ist noch mal sehr, sehr deutlich geworden. Wir wissen, liebe Kolleginnen, im Gebäudebestand haben wir den größten Handlungsbedarf. Die Vorgängerregierungen haben es schlichtweg verpennt. Deswegen packen wir es jetzt engagiert an und beweisen mit dem Handwerk, mit der Wirtschaft, was Handlungsfähigkeit und Planungssicherheit bedeutet. Mit dem Gebäudeenergiegesetz zieht dann endlich die sozial abgesicherte, klimafreundliche Wärmeerzeugung in unsere Häuser ein. Das machen wir bis zum Sommer verbindlich. Und als Ampel haben wir auch den CO2-Preis bei den Heizungen so ausgerichtet, dass fairer verteilt wird und gleichzeitig eine ökologische Lenkungswirkung gezeigt wird. Mit dem in dieser Woche beschlossenen Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und einem Umfang von 4 Milliarden Euro im Haushalt legt diese Regierung erstmals umfassende Maßnahmen vor, um ausgetrocknete Moore, Auen und von der Klimakrise angegriffene Wälder zu stabilisieren und ihre Kraft als CO2-Schwemme wieder zu nutzen. Damit schützen wir auch die Biodiversität. Liebe Kolleginnen, wir haben viel geschafft und wir haben noch viel mehr vor. Und ich muss zugestehen, dass es zum Teil verdammt anstrengende Aushandlungsprozesse sind. Als Dreierbündnis ringen wir, genau wie die gesamte Gesellschaft, insgesamt um Tempo und Ambition und Prioritäten. Und Sie wissen, dass wir Grünen mehr beim Klimaschutz wollen, als aktuell mit SPD und FDP möglich war. Demokratie ist manchmal eben anstrengend. Aber wissen Sie was? Das ist auch gut so. Wir brauchen Diskurs, wir brauchen den Willen, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Es ist fast Halbzeit in dieser Koalition, in dieser Legislaturperiode. Und ich sage Ihnen ganz klar, Frau Kollegin, ich komme zum Schluss. Im Klimaschutz und für die Erhaltung unserer Lebensgrundlage muss noch mehr passieren. Da bleiben wir dran, als grüne Bundestagsfraktion, als grüne MinisterInnen, als Ampel. Vielen Dank. Dr. Dietmar Bartsch hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die ja sich selbst so ernannte Fortschrittskoalition gibt real ein desolates Bild ab. Ich will mal daran erinnern, Sie haben ja nicht nur Fortschritt versprochen, Sie haben ja auch gesagt zu Beginn der Legislatur, und alle erinnern sich dran, wir wollen einen völlig neuen Politikstil, ohne Nachtsitzung, ohne Marathonsitzung. Also ich kann mich noch genau daran erinnern. Und ehrlich gesagt, ich kann ja gratulieren, das gelingt Ihnen, weil Sie machen Ultramarathonsitzung. Das ist doch die Wahrheit. Was Sie kommunikativ vorgeführt haben, das schadet der Politik und nicht nur der Politik der Koalition. Meine Damen und Herren, die Leute leiden unter Inflation, unter den Mietsteigerungen, unter gigantischen Preissteigerungen insgesamt, unter Reallohnverlust. Das sind die Probleme. Nehmen wir nur das Beispiel Kinderarmut. Die Kinderarmut ist so hoch wie noch nie zuvor in Deutschland. Und Sie widmen sich diesem Thema nicht. Ich habe beim Koalitionsvertrag die Ampel gelobt. Endlich Kindergrundsicherung. Aber ein Systemwechsel. Jetzt ist der Streit noch ein paar Milliarden mehr oder weniger. Das kann doch nicht sein. Fehlanzeige bei Kindergrundsicherung. Das ist Ihr Versagen, meine Damen und Herren. Und dann sagt der Bundeskanzler allen Ernstes, der kündigt dann an,
sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Und Mario Chaya hat von einem Gesamtkunstwerk gesprochen. Ich meine, über Kunst lässt sich ja streiten, aber hier gilt wirklich der Satz, wo man fragen muss, ist das Kunst oder kann das weg? Meine Damen und Herren, das Ergebnis ist das eine. Umsetzung ist der andere Teil. Null Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, null Entwicklung bei der Kindergrundsicherung. Ich habe das gesagt. Keine Einigung beim Haushalt, nichts gegen Altersarmut. Das ist inakzeptabel. Und dann loben Sie sich hier und lassen sich loben. Ich will die Süddeutsche Zeitung zitieren, wirklich nicht linkennah, auch nicht unionsnah. Die sagen und schreiben, die längste Sitzung mit dem magersten Ergebnis. Die Süddeutsche Zeitung, nicht die Opposition hier im Haus. Während Sie drei Tage gezankt haben, wurde in Spanien und in Portugal zeitweise die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abgesenkt. Das ist die Wahrheit. Und was haben Sie zu bieten? Also ist der große Schritt, die Lkw-Maut soll erhöht werden. Nun steht das im Koalitionsvertrag, kann ja auch vernünftig sein. Nur ich will einmal an die Logik erinnern. Also es geht doch darum, klimaschädliche Emissionen zu senken. Und wenn das denn so ist, dann führt das doch dazu, dass die Einnahmen geringer werden, auch mit der Erhöhung. Diese Logik stimmt einfach nicht. Es ist ja auch vernünftig, das in die Bahn zu stecken. Nur das Problem ist, die EVG, nicht wir, sagt 90 Milliarden bis 2027. Und wenn Sie behaupten, die Lkw-Maut könnte das lösen, dann ist das nichts anderes als eine Volksverarsche, meine Damen und Herren. Und ich meine, zu den neuen Autobahnen, da werden jetzt Solarflächen angebracht. Ich sage, das ist moderner Ablasshandel in Sachen Klimaschutz. Wenn das die Lösung ist, das ist eine Bankrotterklärung, meine Damen und Herren. Und ich will natürlich noch das Kommunikationsdesaster bei den Heizungen aufrufen. Ich meine, was gilt da nun eigentlich? Herr Habeck sagt bei Lanz, Einbauverbot kommt 2024. Herr Lindner sagt, Technologieoffenheit. Ja, was denn nun? Sie haben in den letzten 4 Wochen die Bürgerinnen und Bürger in einem unvorstellbaren Maß verunsichert. Sie haben Panik ausgelöst. Wir erleben aktuell einen Boom bei Öl- und Gasheizung. Ihr unbedachter Entwurf war eine klimapolitische Glanzleistung. Weder Bürger noch Handwerker wissen, was 2024 gilt, meine Damen und Herren. Sie lösen nicht die Probleme des Landes. Man muss sich noch mal den Auftritt des Vizekanzlers ansehen. Ich meine, der sagt in den Tagesthemen, ich will das noch mal zitieren, es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist. Da sagen Sie mal, SPD und FDP, was ist denn? Ihr steht für Stagnation und Rückschritt? Das hat er gesagt. Ich meine, und das ist normal in einer Koalition. Was für eine Hybris, statt die Bürgerinnen und Bürger mal darüber zu informieren, welche Hilfen erhalten Sie da nur? Was gilt für ältere Häuser? Wie können sich Rentnerinnen und Rentner so ein Projekt leisten? Oder wo sollen die Handwerker herkommen? Da gibt es nichts. Es gibt eine Drohung und diejenigen, die das kritisieren, die werden dann von Habeck abgewatscht. So, meine Damen und Herren, geht das überhaupt nicht. Der sollte mal einräumen, dass das Heizdesaster ist wirklich der zweite Geniestreich nach der Gasumlage. Das ist die Wahrheit, nicht die Kritiker abwatschen. Das wäre das Falsche. Das ist keine Fortschrittskoalition. Das ist eine Enttäuschungskoalition, meine Damen und Herren. Zwischen Anspruch der Ampel und der Lebenswirklichkeit der Menschen klafft eine gewaltige Lücke, meine Damen und Herren. Rot und Gelb streiten, und der Kanzler und die Kanzlerpartei reden sich die Wirklichkeit schön. Ein solcher Ampelausfall bringt das Land nicht voran. Der Bundeskanzler hat vor 1,5 Jahren gesagt, wer Führung bei mir bestellt, der bekommt sie auch. Heute muss ich mal die Frage stellen, Führungsstärke? Wo denn bitte? Aber Selbstzufriedenheit bis zum Anschlag, meine Damen und Herren. Ihre Prioritäten liegen nicht bei den Bürgern, sondern bei sich selbst. Sie schaffen Top-Stellen in Ihren Ministerien, erweitern das Kanzleramt, über 1 Milliarde kostet das und wollen noch per Wahlrechtsreform ihren Machtmissbrauch aussehen. Ich kann nur in einem Satz, ich komme zu dem allerletzten. Nein. Das war der allerletzte Satz. Oder man muss vielleicht auch alle Dinge jetzt dreimal sagen. Ich nur, Ihre von oben herab Politik spaltet das Land. Dankeschön. Vielleicht könnte ich den kommenden Rednerinnen empfehlen, dass sie die letzte Seite ihrer Rede ganz vorne hinnehmen, damit nicht immer das, was sie ganz unbedingt sagen wollen, dann am Ende nach der Redezeit kommt. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Lukas Köhler für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde den Anlass und die Diskussion in der Aktuellen Stunde schon ganz interessant. Ich freue mich über den Koalitionsausschuss. Ich glaube, da sind wirklich viele sehr sinnvolle und gute Dinge beschlossen worden. Und das ist auch der richtige Weg. Aber, und ich fand das auch schön, Herr Jaya, dass Sie eine doch humoristische Rede gehalten haben. Ich weiß nicht, ob es der Sache gerecht wird. Aber ich finde, der Charakter der Rede oder der Charakter der Debatte hier, der zeigt, dass wir in diesem Land noch ganz wunderbar miteinander streiten können. Das ist doch eine ganz gute Nachricht, auch eine ganz gute Nachricht für die Demokratie. Denn den Charaktertest, meine Damen und Herren, den hat zumindest die Ampel im letzten Jahr bestanden. Der Charaktertest, meine Damen und Herren, war nämlich der Test, dass Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt hat und im Zuge dieses Angriffskriegs unsere Energieversorgung vor massivste Herausforderung gestellt hat. Und wenn ich mir mal die Bilanz dieser Ampel angucke, dann kann sich das sehen lassen. Im Mitte letzten Jahres haben wir noch mit der Opposition, insbesondere mit der Union, über eine massive Rezession gesprochen. Hier, gleiche Debatte, auch Aktuelle Stunde, ging es darum, die Wirtschaft geht völlig vor die Hunde. Jetzt schauen wir uns die Wirtschaftszahlen an. Sieht doch ganz, also gut, sieht es nicht aus, aber wenn ich mir eine Krise anschaue, wie wir die hatten, dann sind wir da verdammt gut durchgekommen. Wir hatten eine Aktuelle Stunde im letzten Jahr der Union zur Diskussion um die Gasversorgung. Und schau da, die Gasspeicher sind richtig, richtig voll. Überraschung, da hat die Ampel ganz fantastisch funktioniert. Und da haben wir genau das getan, was Sie hier einfordern. Wir haben Handlungsfähigkeit bewiesen und Lösungskompetenzen vorangestellt und dafür gesorgt, dass genau das passiert, was wir brauchen. Wirtschaftlich sind wir sehr gut durch die Krise gekommen, muss man ja dazu sagen. Auch in der Bevölkerung hat das gut funktioniert. Wir haben schnell eine Gas- und Strompreisbremse auf den Weg gebracht. Wir haben ein LNG-Beschleunigungsgesetz gemacht und wirklich dafür gesorgt, dass dieses Land vorwärts kommt. Und das tun wir auch bei der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das tun wir bei der Beschleunigung dieses Landes an ganz, ganz vielen Stellen. Und dann machen Sie ständig diesen Punkt auf, ja, jetzt hat die Ampel da 30 Stunden miteinander diskutiert. Und das ist irgendwie schlimm. Ich frage mich, was hat die Union für ein Demokratieverständnis? Die großen Probleme dieses Landes kann ich doch nicht in einer halben Stunde lösen. Ich weiß nicht, was Sie so machen, wenn Sie miteinander diskutieren. Aber was wir tun, ist darum ringen, wie die richtige Lösung funktioniert. Das nennt sich Demokratie. Das nennt sich Demokratie, und das ist das, was wir in diesem Land haben, und das ist das, was wir umsetzen. Und das ist der Weg, wie wir dafür sorgen, dass dieses Land vorwärts kommt. Und ich glaube, das Wichtige an diesem Koalitionsausschuss ist, dass wir die Richtung vorgeben, in die es jetzt geht. Natürlich schreibt keiner in einem Koalitionsausschuss ein gesamtes Gesetz. Das wäre auch völlig sinnlos, weil wir da sehr, sehr kluge Menschen sehr lange miteinander sprechen lassen über die Gesamtheit der Probleme, die wir haben. Und die Gesetze müssen dann natürlich zwischen Parlament und Regierung ausverhandelt werden. Das ist auch Teil der Demokratie. Es ist ein wichtiger Teil der Demokratie, dass, Matthias Mirsch hat es gesagt, wir selbstbewusste Parlamentarier sind, die Gesetze hier verhandeln. Und ich freue mich darüber, dass ein Gebäudeenergiegesetz durch diesen Bundestag gehen muss. Und ich freue mich darüber, dass wir eine so lebhafte Demokratie haben. Streit, meine Damen und Herren, ist doch nichts Schlechtes. In einer Demokratie muss man sich streiten, weil sonst kommt man zu keiner Lösung. Wenn man alles in Harmonie und Selbstgefälligkeit aufgehen lässt, dann weiß ich nicht, ist man vielleicht auf dem Unionsparteitag, aber sicherlich nicht in einer anständigen und funktionierenden Regierung. Und das haben wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen. Der Koalitionsausschuss selber hat meiner Meinung nach wesentliche Punkte in den Vordergrund gerückt. Das eine ist, wir haben eine Neuordnung der Klimapolitik, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir müssen Klimapolitik dahin bringen, dass da das CO2 eingespart wird, wo es am kostengünstigsten ist. Und das ist das Ziel, das wir umsetzen. Das gemeinsame Ziel, das wir umsetzen, ist, dass wir übergreifend uns die Ziele in einer mehrjährigen Gesamtrechnung anschauen. Und diesen Weg legen wir fest. Und das ist richtig. Aber es ist auch kein neuer Weg. Das steht ja auch schon im Koalitionsvertrag. Es ist ein Stück weiter ausformuliert worden. Und ich freue mich darüber, dass es erweitert wurde um Negativemissionen, um CCS, weil ich glaube, der wesentliche Bestandteil dieser Koalition ist auch, dass wir harte Debatten führen, die notwendig sind, um Klimapolitik zu erreichen. Unvermeidbare Restemissionen müssen natürlich gespeichert werden. Und ich glaube, das ist genauso wichtig wie die klaren Regeln, die wir zu E-Fuels eingeführt haben, die klare Richtung der Technologieoffenheit im GEG, den klaren Vorrang dafür, dass wir Straßen in Deutschland schneller bauen, dass wir Autobahnen schneller bauen, die notwendig sind, um Verkehr fließen zu lassen. Und natürlich freue ich mich darüber, dass wir den ETS weiterentwickeln. Denn eins ist klar. Es gibt keine Partei in diesem Bundestag, sagen wir mal aus dem demokratischen Spektrum, die einen Alleinigkeitsanspruch für ein Thema für sich in Anspruch nehmen kann. Weder beim Klimaschutz
noch bei der Wirtschaft, noch bei der Digitalisierung, noch in den anderen Themen. Das ist ein gemeinsames Ringen um die beste Lösung. Es gibt unterschiedliche Wege, aber viele gute Ideen. Und die haben wir in dieser Ampel, die haben wir gemeinsam. Und ich freue mich darüber, dass diese Regierung so gut funktioniert. Ich gebe das Wort zur Geschäftsordnung dem Kollegen Hoppenstiel. Dass ich kurz zur Geschäftsordnung was sagen darf. Ich hatte jetzt kollegial, wie ich bin, von einer Viertelstunde darum gebeten, dass jetzt ein Bundesminister hier anwesend ist. Es ist jetzt 16.02 Uhr, das ist die übliche Zeit, wo auch noch Bundesminister hier anwesend sind. Und ich empfinde es schon als eine bemerkenswerte Missachtung des Parlaments, dass keiner sich hier blicken lässt. Und ich möchte jetzt noch mal an dieser Stelle wirklich einfordern, dass hier ein Bundesminister anwesend ist. Wir haben jetzt eine Woche hinter uns, wo die Koalition 30 Stunden miteinander gestritten hat. Und es wäre doch gut, wenn jetzt schon der Bundeskanzler nicht da ist, dass zumindest mal Herr Habeck oder Herr Lindner, also einer der Protagonisten, die uns hier dieses Schauspiel beschert haben, auch tatsächlich anwesend wären. Meine Bitte wäre, dass Sie darauf achten und drängen, dass das jetzt auch eingehalten wird. Dankeschön. Ihre Bitte war jetzt, dass ich darauf achte und dränge. Das tue ich gerne. Oder möchten Sie darüber abstimmen, dass jemand kommt? Das war jetzt in Ihrem Redebeitrag nicht ganz klar. Frau Präsidentin, wir würden jetzt noch 10 Minuten warten, um eine Chance einzuräumen. Aber dann würden wir auch tatsächlich einen Zitierantrag stellen. Also, wir erwarten und drängen. Und jetzt habe ich einen zweiten Geschäftsordnungsantrag des Kollegen Brandner. Also ja schön, dass die CDU nach einer Dreiviertelstunde aktueller Stunde merkt, dass die Minister nicht da sind. Das haben wir schon vor 30, 35, 40 Minuten gesagt. Und dass das Thema auch wichtig ist, haben wir Ihnen auch gesagt. Also AfD wirkt etwas zeitverzögert, auch jetzt bei der CDU/CSU. Drängen und Bitten nützt nichts. Ich stelle noch mal den Antrag nach § 42 Geschäftsordnung und 43 Grundgesetz, die Minister Habeck, Lindner und Baerbock herbeizuzitieren und den Bundeskanzler Scholz auch. So, dann lasse ich darüber abstimmen. Ich stimme nicht darüber ab, aber ich lasse darüber abstimmen. Wer für den Antrag der AfD-Fraktion ist, die bitte ich jetzt um ihr Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen Die Linke. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der CDU/CSU. Das war eine eindeutige Mehrheit gegen den Antrag der AfD. Gleichwohl sage ich ausdrücklich, dass wir gehört haben, dass die Erwartung besteht, dass MinisterInnen der Bundesregierung anwesend sind. Und ich gehe davon aus, dass daran jetzt gearbeitet wird. Ich gebe das Wort der Kollegin Dorothee Beer für die CDU/CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht haben wir ja Glück und die Ministerinnen und Minister sind deswegen nicht da, weil sie was arbeiten. Im Gegensatz zu den letzten 30 Stunden, die Sie eben auch umsonst verhandelt haben. Und ich muss ganz offen sagen, es gab mal eine SPD-Kollegin im Deutschen Bundestag, die hat hier an diesem Rednerpult etwas gemacht, was heute auch notwendig wäre. Ich werde es nicht tun. Die hätte nämlich nach den Reden, die bislang aus den Ampelfraktionen kamen, ein Pippi-Langstrumpf-Lied gesungen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil ich schon extrem bemerkenswert finde, was Sie hier abgezogen haben. Herr Kollege Köhler, Ihre Aussagen wären ja richtig gewesen, wenn die Ampel nicht ganz anders gestartet wäre. Wir kennen doch alle noch diese Reden von, wir haben einen neuen Stil in dieser Regierung. Wir kennen dieses Vierer-Selfie von der Annalena, vom Robert, vom Christian, vom Volker, die hier im Internet abgedanzt sind und gesagt haben, wir machen das alles neu und alles, was jemals war, das wird ganz, ganz anders. Das werden, dieses Wimmelbild, dieses Wippbild. Und jetzt, was ist übrig geblieben nach diesen 1,5 Jahren? Frau Verlinden, was ist übrig geblieben? Ein müder, selbstgerechter Bundeswirtschaftsminister, der nicht akzeptiert, wenn er Fehler macht, selber mal dafür einzustehen, meine Kolleginnen und Kollegen. Schlimm. Also solche Interviews, muss man ganz ehrlich sagen, die würden uns um die Ohren gehauen werden. Aber der Robert ist der neue Stil. Nee, ist es eben nicht. Es ist
selbstgerecht und es ist auch gegen die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und ich weiß nicht, kennen Sie diesen Begriff von der Textbildschere? Das ist, man sieht irgendwie Bilder, entweder ein Foto oder ein Video, und dann hat man so einen Text drunter. Und so ging mir es die ganzen 30 Stunden während dieses Koalitionsausschusses. 30 Stunden und danach, es kommt nichts raus, und danach wird sich hier abgefeiert. Große Werkstück wurde schon betont. Gestern hat sich der Bundeskanzler hingestellt, das ist ein noch schöneres Zitat als das große Werkstück, und hat gesagt, jetzt wird richtig Tempo gemacht für Deutschland. Boah, richtig Tempo, genau. Verkaufen Sie doch die Leute nicht für dumm in dieser Republik. Und schauen wir uns doch mal an, wie dieses angebliche Tempo wirklich ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nur damit Sie auch mal die Zahlen hören. Über 30 Gesetzesvorhaben sind derzeit durch ampelinternen Streit blockiert. Und ja, Demokratie ist wichtig, aber nur Streit, weil man sich nicht mehr leiden kann, weil man eigentlich gar nicht mehr zusammenarbeiten will, das geht nicht. Alles bleibt auf Eis liegen. Klimaschutzgesetz wird aufgeweicht. Die Klimaschutzziele der vormalig unionsgeführten Bundesregierung rücken in weite Ferne. Das nennt der Kanzler Tempo. Im Ergebnis steht ein vermeintliches Modernisierungspaket. Es sind Prüfaufträge, es sind Absichtsbekundungen. Das nennt der Kanzler Tempo. Das ist doch eine Farce. Die Programme sind nicht mit konkreten Maßnahmen hinterlegt. Vieles wird einfach nur fortgeführt. Das, Sie ahnen es, nennt der Kanzler Tempo. Finanzierungsaussagen werden mit zwei Ausnahmen nicht getätigt. Maßnahmen werden teilweise in die nächste Wahlperiode verschoben. Umsetzungsziele sind nicht vereinbart worden. Und was macht der Kanzler? Er nimmt Tempo. Und Herr Mirsch, auch spannend. Sie sagen heute in Ihrer Rede, ja, man müsste jetzt langsam mal konkret werden. Ja, spannend. Warum sind Sie denn in diesem Koalitionsausschuss in keiner Weise konkret geworden? Und machen wir uns nichts vor. Der Modus Absichtserklärungen, Finanzierungsgrundlage wird im Haushaltsverfahren natürlich wieder zu neuem Streit führen. Ich muss auch das Thema, was meine Kollegen schon angesprochen haben, noch mal erwähnen: Kindergrundsicherung. Kindergrundsicherung war das große zentrale Vorhaben dieser Bundesregierung. Bei allem, was wir in der Familienpolitik fordern, heißt immer, ja, dafür kommt doch noch die Kindergrundsicherung. Es wird noch nicht mal in 30 Stunden überhaupt besprochen. Es gibt einen Riesenstreit zwischen Bundesfamilienministerium und Bundesfinanzministerium. Da geht nichts bei rum. Und das ist angeblich das allerwichtigste Projekt. Und ich muss sagen, und das hat vorhin auch schon in der Debatte davor unser parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frey noch mal betont, aber ich muss es hier auch wiederholen. Das, was Sie hier seit Monaten im Plenum vorlegen bzw. nicht vorlegen, ist eine astreine Arbeitsverweigerung. Wenn die Opposition keine Anträge stellen würde, müssten wir uns überhaupt nicht mehr hier im Plenum einfinden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nur weil die Opposition und allen voran die CDU-CSU-Bundestagsfraktion so fleißig ist, so viel arbeitet, haben wir überhaupt Parlamentsdebatten, weil von der Regierung kommt nichts an dieser Stelle. Und wie Sie mit uns umgehen, auch das ist schon erwähnt worden, hat ja sogar die Bundestagspräsidentin zu einem sehr deutlichen Brief an das Kanzleramt und die Ampelfraktionen veranlasst, in dem sie die Koalitionäre angemahnt hat, das Vertrauen in die Demokratie nicht zu verspielen. Und letzter Satz, Frau Präsidentin, ich fasse die Formel für die Handlungsfähigkeit und die Lösungskompetenz der Ampel zusammen, angelehnt an die Worte des Bundeskanzlers. Es ist eine sehr große Selbstüberschätzung bei sehr überschaubaren Ergebnissen, und das ist sehr traurig. Der Kollege Bernhard Daltrup hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erstmal hat mich die Überschrift der Aktuellen Stunde ein bisschen irritiert, weil es steht Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz der Bundesregierung. Drei Substantive ist kein Satz. Ich habe gedacht, fehlen zwei Prädikate, Objekt. Also Handlungsfähigkeit, Lösungskompetenz der Bundesregierung sind gut für Deutschland. Ja, kommen wir gleich zurück. Ja. Da weiß man wenigstens, wer was will. Bei Ihnen weiß man nämlich nie so richtig, was Sie wollen. Bei uns steht das im Koalitionsvertrag, das steht in Gesetzen und das steht auch in dem Papier. Und das steht auch in dem Papier. Ich komme schon drauf. Keine Sorge, Jens Spahn, halte ich zurück. Also, das ist keine Frage.
Und die gemeinsame Idee, ja, tatsächlich, diese gemeinsame Idee trägt diese Ampelkoalition. Es ist die Frage, wie Fortschritt denn eigentlich aussehen könnte. Aber unter dem Gesichtspunkt, wie man einen Transformationsprozess in konkrete Politik umsetzen kann und nicht nur auf Parteitagen beschwören kann. Wissen Sie, Ihre Kanzlerin hatte ja wenigstens noch den Satz, wir schaffen das. Ihr habt ja nur noch den Satz, wir verhindern das. Aber das ist keine Transformation. Weil dieses Fortschrittsversprechen eine ganze Reihe Querschläge gegeben hat. Und ich finde, jetzt sieht mal im Ernst, dass Linke sagen, ihr diskutiert zu lange, kann doch jetzt nicht ernst genommen werden. Und der Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Dietmar, bei aller Wertschätzung, das ist der Satz des Dilettanten. Und Dietmar Bahr ist keiner. Und deswegen nächstes Mal weglassen. Ist nicht, ja? Nee, stimmt. Meine ich doch auch. Also, Herr Czaja, auch Sprachkonditorei, da könnt ihr noch eine Menge lernen. Erinnert uns nicht dran. Dann kommen so Erinnerungen von Gurkentruppe und den Fressen, die man nicht mehr sehen kann, kommen alle wieder vor. Also, seid vorsichtig damit. Jetzt will ich zu zwei Themen inhaltlich was sagen. Erstens, Bürokratie. Ich will mal darauf hinweisen, kaum eine Koalitionsrunde hat sich so intensiv mit dem Thema Bürokratie beschäftigt wie diese hier. Und zwar mit Bürokratieabbau und mit einfachen Verfahren, mit Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Und das, was Sie hier feststellen, ist doch bloß der pure Neid. Wer hat denn das eigentlich, wer schafft denn das, dass wir vielleicht in einem Monat, nicht in einem Jahr oder in 5 Jahren dann in Zukunft ein Windrad genehmigen? Wer hat das vorrangige öffentliche Interesse denn durchgesetzt? Wer hat denn reduziert, dass eine Umweltverträglichkeit auf jeder Ebene nicht sein muss, sondern eine insgesamt? Artenschutzrechtliche Prüfung, ähnliche Dinge mehr. Länderübergreifenden Biotopverbund zur Stärkung ist eben angesprochen worden. Ja, und Sie reden über Bürokratie. Das ist der Punkt und der Unterschied. Also, was hat denn die CDU wirklich angepackt? Jetzt kommen wir mal, lassen Sie mal konkret machen. 2045 sagt ja alle klimaneutral. Nehmen wir uns mal den Gebäudesektor vor. Wollen wir mal gucken. 1990 hatten wir 210 Millionen Tonnen CO2 im Gebäudesektor. 1990. 2020, 30 Jahre später, hatten wir die Hälfte. Das heißt, wir haben 30 Jahre gebraucht, um aus 210 120 zu machen. Wenn wir dieses Tempo, Jens Spahn, weitermachen, sind wir im Jahre 2052 bei 60. Ja? Ja, eben. Und wer hat das denn sozusagen nur mit Geld zugeschüttet? Ich kann sie euch sagen. Ihr habt es nur mit Geld zugeschüttet, ohne eine Perspektive hinzukriegen. Jetzt haben wir uns vorgenommen, und das habt ihr ja mitbeschlossen, das in 10 Jahren zu halbieren. Und dann muss man was tun, und nicht nur sozusagen rummosern. Das reicht dann eben nicht. Das ist ein entscheidender Punkt. Denn, wie gesagt, nur mit Geld zuschütten, ohne soziale Steuerung, ohne die Wirkungskontrolle zu haben, das hilft nicht. Und das alles steht in diesem Koalitionspapier drin. Doch. Und wir werden das Gebäudeenergiegesetz ergänzen um eine kommunale Wärmeplanung und um die entsprechenden Förderungen da drin. Gucken Sie sich doch die BAFA-Kataloge an, da wird alles gefördert zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht hinreichend. Letzte Bemerkung, die ich hier machen will. Neben dem Ziel, die Gebäude klimagerecht zu machen für die Zukunft, müssen wir tatsächlich auch mehr Wohnraum schaffen. Das ist eine unbedingt wichtige Aufgabe. Die Ziele im Koalitionsvertrag sind dazu sehr ambitioniert. Und wir haben die Neuaufstellung des sozialen Wohnungsbaus organisiert. Wir haben Förderung Azubi- und Studentenwohnungen gemacht, Genossenschaften, junge Familien gefördert. Mit dem neuen System der Förderung haben wir die Bauzinsen, die so dramatisch gestiegen sind, wie in den letzten Jahrzehnten nicht. Ne? Ja. Die Wirklichkeit angucken, Jens Spahn. Nicht nur vor sich rumrülpsen, das ist keine Politik. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich will tatsächlich zum Schluss sagen, wir haben da wirkungsvolle Instrumente. Wir werden uns dazu vereinbaren. Und ich glaube, mein Titel ist besser. Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz der Bundesregierung sind gut für Deutschland. Und liebe Frau Bär, wenn Sie gerne wollen, dass man so ein bisschen rumsingt, dann sage ich mal in Erinnerung, dass King Charles heute ja gesprochen hat, der auf Monty Pythons hingewiesen hat, always look on the bright side of life. Vielleicht hilft Ihnen das. Der nächste Redner ist der Kollege Andreas Audritsch für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Das Ziel ist klar, das würde ich mal für alle unterstellen. Sogar die Union gibt mittlerweile vor, Klimaschutz zu wollen. Wir müssen weg von den fossilen Energien.
Und das führt dazu, dass es in der Gesellschaft Konflikte gibt. Das ist offensichtlich, dass das passiert. Und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste Möglichkeit ist einfach gar nichts mehr zu machen. Die erste Möglichkeit ist Stillstand und die erste Möglichkeit ist die, die Sie gewählt haben. Wer nichts macht, wer keine Idee hat von der Zukunft, wer keinen Plan hat von der Zukunft, hat eben auch nichts, worüber man reden könnte. Und genau das ist das, was Sie hier gerade wieder illustriert haben. Zwei Reden, Herr Chaya, Frau Bär, und nicht einen inhaltlichen Punkt. Nichts, worüber man reden könnte. Es ist Stilkritik, es ist alles, aber es ist nichts, was tatsächlich Politik ausmachen würde. Das machen wir nicht. Deswegen ist das, was wir tun, Handeln. Und das ist die zweite Option. Wer Fortschritt will, der muss Fortschritt machen. Und deswegen sitzen wir zusammen im Koalitionsausschuss. Deswegen treiben wir die Dinge voran. Und wir tun das auch in der Auseinandersetzung stellvertretend für eine Gesellschaft, die Konflikte hat. Die Frage ist, ob man das aussitzt, ob man nichts macht, ob man über Jahre alles verschläft oder ob man es annimmt. Und ehrlich gesagt, bei Ihrer Totalverweigerung bin ich froh, dass ich in einer Ampel bin, die sich streitet mal, die ringt und die kämpft, aber am Ende tatsächlich was umsetzt und was voranbringt. Die Blockade, die die Union über 16 Jahre vorangetrieben hat, ist ein Grund, warum wir es jetzt so schwer haben. Ich sag's Ihnen ganz konkret, weil ich merke, wie Sie sich aufregen. Hätten Sie die Infrastruktur nicht so heruntergewirtschaftet, wie Sie es haben, müssten wir jetzt nicht Milliarden organisieren, um Ihr Versagen bei der Bahn, um Ihr Versagen bei der Schiene, um Ihr Versagen bei den Brücken auszuhebeln. Hätten Sie nicht die Werbewende verschlafen, gucken Sie mal nach Schweden, gucken Sie mal nach Dänemark. Da haben die angefangen, wann es Zeit war. Sie haben es nicht getan, Sie haben es vergessen. Deswegen müssen wir jetzt handeln. Das ist das, was wir tun. Hätten Sie sich mal zusammengesetzt, hätten Sie sich einmal im Kanzleramt zusammengesetzt und tatsächlich über Zukunft geredet, dann hätte es einen Inhalt gegeben. Dann wären wir jetzt vielleicht weiter und müssten nicht die Modernisierung jetzt so schnell vorantreiben, wie wir es jetzt tun. Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses spiegeln, wie hart die Konflikte um die Frage auch sind, wie wir diesen Fortschritt organisieren. Und deswegen ist klar, dass niemand mit allem einverstanden sein kann. Und es ist auch völlig deutlich geworden, dass wir Grüne mehr Klimaschutz hätten machen wollen, als das derzeit in dieser Koalition möglich ist. Das ist schmerzlich. Das müssen wir für den Moment zur Kenntnis nehmen. Es ist aber gleichzeitig auch Ansporn und Auftrag, für mehr Klimaschutz in der weiteren Arbeit zu kämpfen. Und gleichzeitig ist richtig, dass die Ergebnisse des Koalitionsausschusses sich einfügen in eine Reihe von Entscheidungen, mit denen wir Deutschland gerade eine Zukunftsperspektive aufmachen. Nehmen Sie die Chemieindustrie, nehmen Sie die Stahlindustrie. Die zentrale Frage für diese Branchen ist, dass sie günstige Energie in der Zukunft haben. Und genau deswegen ist es so relevant, dass wir den Hochlauf der erneuerbaren Energien noch mal beschleunigt haben. Kommunen können künftig noch einfacher Flächen für die Windkraft ausweisen. Mehr Erneuerbare, das ist der Schlüssel zum Wohlstand in der Zukunft. Und genau das machen wir gerade. Oder schauen Sie auf die Autoindustrie. Am Dienstag wurde in Brüssel das Aus für fossile Verbrenner endgültig besiegelt. Jetzt ist klar, die Leittechnologie für Klimaneutralität ist das Elektroauto. Und Autobauer in Deutschland haben genau darauf gewartet. In Deutschland, das ist das Ergebnis des Koalitionsausschusses, lösen wir jetzt die Bremsen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit dem Ziel, dass schon 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße sind. Das sind ganz konkrete Perspektiven. Das ist das, was wir machen. Das ist eine Perspektive für die Wirtschaft, die deutsche, und das ist eine Perspektive für Wohlstand in diesem Land. Ein letzter Punkt. Wichtig ist, dass wir gleichzeitig Klimaschutz auch in die Sektoren bringen, in denen es zum Beispiel um den Transport von Gütern geht. Und an der Stelle ist uns ein echter Katalysator für Klimaschutz gelungen. Wir werden künftig jährlich rund 5 zusätzliche Milliarden Euro in die Schiene investieren,
und dafür die Lkw-Maut anheben. Das ist Geld abziehen aus fossiler Förderung und Geld reinstecken in klimaneutrale Zukunft. Diese Ampelkoalition handelt. Das ist das Gegenteil dessen, was Sie in den 16 Jahren getan haben, und das Gegenteil dessen, was Sie heute hier erneut aufgeführt haben. Danke schön. Jetzt hat Robert Fahle das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz der Bundesregierung steht auf der Tagesordnung, und die ist damit beschrieben, dass diese ganze Bundesregierung hier schon fehlt. Erstens. Es gibt hier keine Lösung bei der Migrationsproblematik und der Massenzuwanderung. Sie haben nichts anzubieten bei der Ampel. Die Kommunen werden von Ihnen im Stich gelassen mit der Unterbringungsproblemen wegen der Massenzuwanderung. Es gibt keine Lösung bei der dümmsten Energiepolitik der Welt, über die man sich im Ausland, in Europa und in der ganzen Welt kaputt lacht. Es gibt Finanzprobleme in unserem Land, die Armut wächst, die Tafeln werden immer länger, wo die Leute Schlange stehen, weil sie sich kostenlos Essen abholen wollen. Und Sie machen mal eben locker 15 Milliarden Euro, damit der Selenskyj seine völlig sinnlose Offensive durchführen kann, mit der er eins sicherlich nicht erreicht. Er wird nicht Russland besiegen, indem er diese 15 Milliarden vernichtet durch Abschuss. Die sind in einer Woche verbraucht. 30% Korruption in der Ukraine verschwinden, die Waffen, die da von uns bezahlt, von unseren Steuerpflichten eingesetzt werden. Die Ampel ist nicht mehr als ein Abbruchunternehmen, was am Ende steht. Und zum Schluss habe ich nur eine Frage, die sich mir aufdrängt. Was würde sich denn ändern, wenn Herr Merz Chef dieses Abbruchunternehmens wäre? Und ich kann es Ihnen sagen, gar nichts. Denn alles, was jetzt bei dieser Ampel schiefläuft, hat schon Merkel eingestiehlt. Alles, alles nicht gelöst und Probleme hinterlassen, die bis heute sich durchziehen. Nichts ändert sich. Herr Merz, machen Sie richtige Oppositionspolitik. Das heißt, machen Sie einen Waffenstillstand. Kümmern Sie sich um Verhandlungen mit Russland. Kümmern Sie uns, dass die Gefahr eines Krieges für Deutschland aufhört. Wenn Sie das tun, dann wird vielleicht aus Ihrer Partei eine Oppositionskraft, aber nicht so, wie Sie das machen. Das Wort hat die Kollegin Karina Konrad für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man könnte ja schmunzeln über den Titel dieser Aktuellen Stunde, Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz der Bundesregierung. Man könnte das abtun, liebe Union, mit dem Sprichwort, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist: Wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Aber die Lage ist zu ernst, um das einfach abzutun. Sie beantragen eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag und verwenden das ausschließlich darauf, hier Stilkritik zu üben, ohne einen einzigen inhaltlichen eigenen Punkt hier zu platzieren. Und da muss ich ganz eindeutig sagen, so geht das nicht. Sie kommen hierher und Sie kritisieren die Dauer des Koalitionsausschusses. 30 Stunden. Skandal. So lange hätte es mit Ihnen wohl nie einer ausgehalten. Sie kritisieren, wie dieser Koalitionsausschuss getagt hat, hinter verschlossenen Türen. Das sind Sie nicht gewöhnt. Ich erinnere mich noch gut daran, in der letzten Legislaturperiode, als wir in der Opposition waren, konnte man Koalitionsausschüsse, an denen Sie teilgenommen haben, live per Twitter verfolgen. Ich bin froh, dass diese Koalition diesen Stil nicht kopiert. Das ist gut so. Sie kritisieren aber nicht die Inhalte, die dabei herauskommen, und dazu gibt es auch keinen Grund. Und Sie machen übrigens auch keine eigenen Lösungsvorschläge, und die wären
dringend angebracht, wenn man solche aktuellen Stunden hier beantragt. Es ist nicht angebracht, nach so einem Jahr, in dem so viel auf den Weg gebracht wurde und auch gebracht werden musste, weil es so große Versäumnisse gab, die wie durch ein Brennglas sichtbar geworden sind durch diese Krisen, in denen dieses Land steckt. Nach all diesen Lösungen, die gefunden werden mussten, in atemberaubender Geschwindigkeit, ist diese Kritik, die Sie hier vorbringen, in der Art und Weise absolut nicht gerechtfertigt. Und es wurde viel erreicht. Die Planungsbeschleunigung bei den LNG-Terminals hat uns gezeigt, was möglich ist, und das wird jetzt übertragen. Das wird übertragen auf den Ausbau der Erneuerbaren, das wird übertragen auf die Instandsetzung der Infrastruktur, die Sie haben vermodern lassen in den letzten Jahren. Ich erinnere mal an die Schienen, die zurückgebaut wurden. 400 Brücken sind Sanierungsfall in Deutschland. Das ist die Bilanz, die Ihre Regierung, die CSU-Verkehrsminister hinterlassen haben. Und jetzt kommt das Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg. Und das ist gut so. Und da können Sie unter Beweis stellen in den Ländern, wie handlungsfähig und welche Lösungsorientierung Ihre Leute in den Ländern haben. Und ich will noch einen zweiten Punkt machen. Sie kommen hierher und sagen, es sei nicht möglich, dieser Koalition und dieser Bundesregierung Lösungen zu bringen. Dabei haben Sie die Probleme mit selbst verursacht. Warum war denn das Aus des Verbrennungsmotors so gut wie beschlossen? Da waren Sie doch dran beteiligt. Sie haben doch allen Flottengrenzwerten auf allen Ebenen zugestimmt, die überhaupt dazu geführt haben, dass wir an dem Punkt standen. Herr Söder war 2020 noch für das Aus des Verbrennungsmotors und wettert jetzt aktuell gegen die Flottengrenzwerte. Da bin ich froh, dass die Handlungsfähigkeit und die Lösungskompetenz, die Sie anzubieten haben, im Moment nicht mehrheitsfähig ist. Und meine Damen und Herren, ich bin froh, dass es diese Regierung war, die dann im letzten Moment die Kurve gekriegt hat und die jetzt Technologieoffenheit verankert hat und dass die E-Fuels auch als eine Lösungsoption in Zukunft zur Verfügung stehen, um Verbrennungsmotoren auch nach 2035 noch zulassen zu können in unserem Land. Und das ist zentral. Das ist wichtig. Das ist wichtig dafür, die Mobilität in unserem Land zu gewährleisten. Und das wissen Sie. Das ist wichtig für die Wirtschaft am Laufen zu halten in einem Industrieland wie Deutschland. Und das wissen Sie. Und das ist auch wichtig für die Arbeitsplätze, gerade im Mittelstand, in der Zulieferindustrie zu sichern. Und das wissen Sie auch. Und man mag ja vieles kritisieren. Und auch uns gefällt manchmal nicht alles. Das ist ja so. Es ist manchmal ein bisschen ruckelig. Wir sind drei sehr unterschiedliche Koalitionspartner. Aber wir schaffen es am Ende doch, die Dinge zusammenzudenken und Ökonomie, Ökologie und auch Soziales in ein Paket zu packen und Lösungsvorschläge anzubieten, die nachher auch umgesetzt werden. Und das ist das, worauf es ankommt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns inhaltlich dabei begleiten, anstatt Stilkritik hier zu üben. Der Kollege Jens Spahn hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mal andersrum anfangen. Bezeichnend ist, was nicht gelöst worden ist in diesen 30 Stunden, die Sie netto verhandelt haben. Haushaltsstreit 2024 nicht gelöst. Kindergrundsicherung nicht gelöst. Finanzierung der Pflege nicht gelöst. Streit bei der China-Strategie nicht gelöst. Nichts Konkretes, Herr Mirsch, beim Gebäudeenergiegesetz. Sie haben im Grunde im letzten Absatz auf 16 Seiten zu dem Thema, das alle Deutschen beschäftigt, was ist mit den Öl- und Gasheizungen, wie geht es weiter, für viele, viele Millionen Häuslebesitzer in diesem Land. Da haben Sie am Ende den gleichen Absatz aufgeschrieben, den Sie schon beim letzten und beim vorletzten Mal aufgeschrieben haben. Sie haben 30 Stunden netto zusammengesessen, anschließend Vorhang zu, alle Fragen offen. Die Bürger sind weiter verunsichert. So jedenfalls geht das nicht, wenn man hier so eine Show abzieht, wie Sie das in den 30 Stunden gemacht haben. Und künftiger Streit ist ja schon angelegt in den Deutungen. Sie haben gestern Papiere verteilen lassen an die Journalisten, unter zwei nennt man das, wo jeder so deutet. Ich zitiere mal, FDP-Papier. Im Naturschutz zukünftig Ausgleichszahlungen gleichrangig mit Ausgleichsmaßnahmen erfolgen können. Grüne Papier, gestern zeitgleich verteilt, der grundsätzliche Vorrang der Realkompensation vor Ersatzzahlungen wird nicht infrage gestellt. Sie sagen gleichrangig, Sie sagen vorrangig, Sie sagen im Zweifel gar nichts. Sie haben ein Papier geschrieben und anschließend sind alle Fragen immer noch offen. Der Streit geht doch weiter. Das ist die Wahrheit nach dem, was wir hier lesen müssen in den Papieren. Ich zitiere noch mal aus dem gleichen Papier. FDP zum Klimaschutzgesetz.
Wir werden die jährlichen Sektorziele ersetzen. Grüne verteilen, die Sektorziele bleiben, Rufzeichen, mit Minderungsmenge in jedem Sektor. SPD schiebt heute noch ganz schnell ein Papier für die Journalisten hinterher, steht drin, die Sektorziele werden beibehalten. Was gilt denn nun? Gilt das, was die FDP hier abfeiert, keine Sektorziele mehr? Oder gilt das, was eigentlich im geltenden Klimaschutzgesetz steht, was Grüne und SPD sagen? Sie haben 30 Stunden zusammengesessen, Sie halten hier schöne Reden, aber in Wahrheit haben Sie Ihre Konflikte nicht gelöst. Das ist der Stand der Dinge heute hier an diesem Tag. Und dann heißt es bei den Grünen im Papier, das heißt konkret, dass das neue Klimaschutzgesetz die Bundesregierung bereits im nächsten Jahr verpflichten wird, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist absurd. Diese Bundesregierung ist bereits seit dem letzten Jahr gesetzlich verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Sie verschieben das, was jetzt schon gilt, um ein Jahr, also insgesamt um zwei Jahre verzögern Sie das Ganze und feiern das noch als Erfolg. Die Wahrheit ist, wenn es nicht schon längst ein Klimaschutzgesetz gäbe, wären Sie in dieser Ampel gar nicht in der Lage, sich auf eines zu einigen. Das ist doch die Wahrheit. Sie halten geltendes Klimaschutzrecht seit fast einem Jahr nicht ein. Sie sind die Kohlekoalition. Sie lassen Kohlekraftwerke laufen, als gäbe es keinen Morgen, und schalten klimaneutrale Kernkraftwerke ab. Kommen Sie mir nie wieder mit Klimaschutz und schon gar nicht damit, dass man ambitiöser sein müsste in dieser Zeit. Und dann die SPD. Herr Westphal, Sie haben gerade 1990 bis heute angesprochen. In diesen gut 30 Jahren hat die SPD 24 Jahre mitregiert. Ja, Gott sei Dank. 20 Jahre mitregiert, so ist genauer. Aber es fühlt sich länger an, ehrlicherweise. Sie haben so lange mitregiert, der Kanzler 6 Jahre in der Regierung. Und diese alte Leier von den 16 Jahren, die kann ich ehrlich gesagt langsam nicht mehr hören. Die können auch die Bürgerinnen, die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr hören. Sie regieren jetzt seit 1,5 Jahren. Sie erzählen jeden Tag, was alles zu tun wäre. Sie versprechen uns hier jede Woche, dass es bald zu Entscheidungen kommt. Nichts ist passiert, aber schuld sind immer die 16 Jahre. Leute, das funktioniert doch nicht mehr. Das ist doch langsam mit so einem langen Bart, was ihr hier veranstaltet. Und dann noch eins zu den Inhalten. Es war ja gefragt, was wir denn wollen. Ich kann Ihnen sagen, was wir wollen. Gestern Anhörung im Deutschen Bundestag zur Wärmewende. Wir haben schon vorgelegt, wie wir uns das vorstellen mit der Wärme und der Klimaneutralität. Gestern Anhörung können Sie sich anschauen. Heute Abend Debatte CCS, CCU, Gesetzentwurf der Unionsfraktion, wie wir endlich CCS, CCU als Technologie nutzen, um klimaneutral zu werden. Morgen früh Antrag hier der Unionsfraktion zu Kernkraftwerken, dass sie länger laufen in dieser schwierigen Zeit. Sie wollen Inhalte. Schauen Sie in die Tagesordnung des Deutschen Bundestages. Die einzigen, die hier Inhalte bringen, ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion in dieser Sitzungswoche. Und deswegen lassen wir Ihnen das hier so nicht durchgehen. Die Fortschrittsbotschaft ist weg, sagt Jürgen Trittin und nennt SPD und FDP gleich noch strukturkonservative Parteien. Es geht also munter weiter in dieser Koalition. Aber Jürgen Trittin hat recht. Das ist keine Fortschrittskoalition, das ist eine Blockadekoalition. Sie haben politischen Stil versprochen. Sie liefern, nämlich Politik im Stil einer Schulhofrauferei. So jedenfalls bereitet man das Land nicht vor auf das, was nötig ist. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Dorothee Martin das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und Herr Spahn, ich möchte auch gerne zum Schluss der Debatte noch mal ein bisschen zeigen, wie haben Sie es eben genannt, wie denn so der Stand der Dinge ist. Der Stand der Dinge ist nämlich, dass wir in dieser Koalition den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht haben, hier mit Hubertus Heil. Das wäre mit Ihnen an der Regierung nie möglich gewesen. Der Stand der Dinge ist, wir werden ab Mai ein bundesweites Deutschlandticket im ÖPNV haben. Sie haben dagegen gestimmt im Bundestag. Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt schon dramatisch beschleunigt. Das wäre mit Ihnen niemals möglich gewesen. Wir haben ein ganz großes Steuerentlastungsgesetz auf den Weg gebracht, das gerade ganz vielen Menschen mit mittleren, kleineren Einkommen hilft. Das wäre mit Ihnen niemals möglich gewesen. Wir haben den vollkommen überholten Paragraphen 219a abgeschafft und damit Frauen endlich zu mehr Selbstbestimmung geholfen. Sie waren dagegen, CDU, CSU, hier im Bundestag.
Wir haben das Wohngeld ausgeweitet. Wir haben das BAföG erhöht. Davon wollten Sie auch nichts wissen. Und wir schaffen gerade eine Ausbildungsgarantie. Auch das wäre mit Ihnen, mit diesen konservativen, reaktionären Kräften niemals möglich gewesen. Das, was wir geschafft haben, das ist Fortschritt für Deutschland. Das sind konkrete Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir in gut einem Jahr geschafft und damit auch jahrzehntelangen Stillstand, Dämmerzustand und auch Lähmung in politischen Debatten endlich beendet. Und jetzt geht es darum, wirklich die modernste Infrastruktur für Deutschland zu schaffen. Ja, und das wirklich so schnell wie möglich. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Denn Beschleunigung ist die zentralste Frage für unsere Volkswirtschaft, für Klimaschutz und auch für sichere Arbeitsplätze. Und wichtig dabei ist auch, wir werden die Bedürfnisse auch von Wirtschaft, von Notwendigkeiten auch für Klimaschutz, aber eben auch von gesellschaftlichem Zusammenhalt in Einklang bringen, in Einklang bringen müssen. Wir sehen ja gerade auch, wie schwierig solche Debatten sind. Und es gibt auch Gefahr von Spaltung der Gesellschaft in diesen ganzen Herausforderungen. Dagegen werden wir wirken, das werden wir nicht zulassen. Und für all diese Vorhaben, die jetzt auch der Koalitionsausschuss beschlossen hat, für all diese Vorhaben brauchen wir wirklich überall eine gut funktionierende Infrastruktur, eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur. Und wir machen jetzt eben mit diesen Beschlüssen den Weg frei, mit eindeutigen Priorisierungen, mit ganz klaren Vorgaben zur Planungsbeschleunigung sorgen wir dafür, dass die Engpässe bei den Fernstraßen beseitigt werden. Wir kümmern uns endlich um diese zahlreichen maroden Brücken, die wir in Deutschland haben. Sie, CDU, Sie haben diese Brücken verrotten lassen, die bröckeln vor sich hin. Wir machen jetzt Schluss damit. Wir machen endlich mehr Tempo auch beim Ausbau der Elektromobilität. 15 Millionen E-Autos bis 2030. Dazu gehört auch, dass wirklich an jeder Tankstelle in Deutschland Ladesäulen sind. Was hat Andi Scheuer gemacht? Er hat nichts getan. Auch darum kümmern wir uns. Wir kümmern uns zudem um ein umfassendes Infrastrukturnetz, auch für klimafreundlichen Güterverkehr auf der Straße. Auch dort ist nichts passiert unter Ihrer Verantwortung. Und, wie es schon mehrfach erwähnt worden, wir setzen jetzt endlich in dieser Koalition den Fokus auf die Schiene. Wir brauchen die Schiene. Sie ist notwendig für die Erreichung unserer Klimaziele. Wir brauchen eine moderne, eine zuverlässige Bahn, auch um die Mobilitätswende zu schaffen. Und es ist wirklich gut, dass wir massiv investieren und dass wir auch die Einnahmen aus der Lkw-Maut darin jetzt reingeben, ist nur konsequent, meine Damen und Herren. Und nicht zuletzt möchte ich auch als Sozialdemokratin sagen, Mobilität bedeutet auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das heißt, sie muss auch für jede, für jeden bezahlbar sein. Und deshalb ist das Deutschland-Ticket, dessen Vorverkauf übrigens jetzt nächsten Monat startet, ein Meilenstein nicht nur in der Mobilitätspolitik, sondern auch ein Meilenstein in der Gesellschaftspolitik dieses Landes. Auch das hat diese Koalition zustande gebracht. Sie haben es abgelehnt. Sie sehen, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben große Herausforderungen, wir haben viel vor. Und ja, wir sind auf einem großen Weg der Veränderung, der Transformation. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese entschlossen und optimistisch angehen und dass wir unser Land fit machen, erneuern für die Zukunft. Und ich möchte auch ganz klar sagen, und das zeigt uns doch die Vergangenheit, wir haben oft doch schon gesehen, dass wir Großes erreichen können, wenn wir auch als Gesellschaft zusammenstehen und wenn jeder auch im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Beitrag leistet. Und eins ist mir besonders wichtig, und das garantieren wir als SPD, das garantieren wir auch als Koalition. Keiner wird bei der Transformation, keiner wird bei den großen Aufgaben der Zukunft im Stich gelassen. Niemand bleibt zurück. Auch dafür stehen wir in dieser Fortschrittskoalition. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und damit ist die Aktuelle Stunde beendet und ich rufe